Hallo und herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Da drüben gehen die. Ich glaube nicht, dass der Sammler etwas finden wird. Wir haben in der letzten Folge gesagt, wir stellen den um. Von Sammler zum Jäger und der kann tatsächlich auch jagen. Der könnte auch abbauen, aber das hilft uns nicht besonders viel. Das werden wir selbst machen müssen. Wir gehen jetzt hier mal hin, gehen dann auf ihn, sagen dann hier Jagdhütte. Stellen dann fest, dass das so gar nicht funktioniert. Geht nochmal hier. Ja, okay. Nochmal auf ihn. Auf die Jagdhütte. Löschen das dann. Gehen auf den Arbeitsplatz für den jungen Mann. Und nochmal von vorne. Da drauf. Da drauf. Jagdhütte. Arbeiter zuweisen. Jäger. Hervorragend. Jetzt hoffen wir, dass er das hinkriegt. Wie gesagt, ums Holz kümmern wir uns selbst. So sieht der Winter aus. Wenn ich jetzt noch ein bisschen in den Klamotten rumlaufe, die ich gerade anhabe, dann werde ich gleich frieren. Das werdet ihr auch gleich sehen. Vorausgesetzt, das ist noch drin. Wenn man jetzt nicht mit dem, mit den ganzen tollen Patches genau das weggepatcht hat. Okay, Jungs, alles funktioniert. Wie schaut's aus mit Kältesystem? Ja, muss nicht. Nee, die Jungs leisten wirklich super Arbeit. Ja, also, wenn Fehler sind, dann wird sich drum gekümmert, dann wird gemacht. Also, es ist schon. Da gibt's deutlich teurere Spiele mit deutlich schlechterem Support. Das muss man schon ganz fairerweise sagen. Oh, da habe ich ja. Ach, das ist nicht schlimm. Ich glaube, wir können. Ja. Gehen wir mal darüber. Ah, Entschuldigung, die Nase juckt. Temperatur. Seht ihr, jetzt fängt's an. Was machen wir da? Wir gehen dahin. Sagen wir hier, das setzt du auf, das ziehst du an und das setzt du auf. Dann haben wir so die wichtigsten Sachen. Haben wir dann? Ja. Und dann gehen wir mal darüber. Wir haben ja jetzt die Steine, haben wir jetzt eingesammelt. Genau. Oh, wir haben noch 5 Rundholz, mein Gott. Was wir nicht alles dabei haben, ne? Hammermäßig. Das ist natürlich falsch. Wir brauchen Steinwerkzeug, wir brauchen eine Steinaxt. Verzeihung. Das machen wir. Hervorragend. Da gibt es auch Steine zum Werfen. Ich glaube nur nicht, dass das besonders viel bringt. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. So, dann laufen wir darüber, setzen unsere letzten 5 Rundhölzer da noch rein, das ist ganz gut. Dann frieren die Leute auch nicht so stark. Da sind sie. Stöcke schmeißen wir auch da rein. Stroh schmeißen wir auch da rein. Die Riesenpilze, ja, die tauchen schon irgendwo dann auf. Dann haben wir das hier, da werden wir dann. Ah, Steinaxt auf 2. Läuft. Können wir dahinter gehen, ein bisschen umhacken. Können hier natürlich immer Steine sammeln. Das ist jetzt unser Wintergeschäft. Unser Wintergeschäft ist, sammle Steine, weil im Winter sehe ich die auch. Ihr wisst vielleicht noch Folge 1, diese kleinen Steinchen, die ich da übersehen habe. Ich glaube, das passiert mir jetzt im Winter so bald nicht. So. Ich hoffe übrigens auch, dass die Leute, die hier rumwuseln, dass die das fertig gekochte Zeug essen und nicht nur das rohe. Da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob ich da nicht eine Taverne bräuchte. Denn wenn ich da eine Taverne bräuchte, dann wäre das ultra doof. Weil ihr wisst vielleicht noch, es gibt so ein paar Gebäude, gerade dieses Servicegebäude, die würde ich gerne erst so auf Level 2 aufbauen, weil. Ja, weil es halt schlichtweg einfach sinnlos ist, auf Level 1 zu machen. Also die Werkstatt war schon relativ sinnlos. Aber das ist halt gleich noch sinnloserer. Ich glaube, das war richtig sogar. Ein sinnloser. Ui, Stein, Stock, Stock, Stein. Stein, noch Stein. Das ist übrigens jetzt auch die Jahreszeit, wo man sich eine programmierbare Tastatur nehmen möchte, weil man
einfach etwas haben möchte, was den E-Druck simuliert, dass die Taste nicht direkt verreckt. Ich mache das übrigens nicht, ich drücke mein E selbst. Ach, diese Nase. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ne? 5 Stunden lang, alles okay. Überhaupt kein Problem, kein Thema, kein gar nichts. Und dann Nase. Ganz, ganz typisch. Oh. Hört ihr auch das Geräusch? Ich finde, das ist, wenn man durch den Winter durchgeht, das ist das schönste Geräusch und das schönste Gefühl, was es gibt. Ja, das Geräusch von Schnee, wenn man da durchläuft und der unter den Füßen dann so knackt. Oh, das ist so toll. Eins der schönsten Gefühle überhaupt. Wir gehen hierher. Wir stellen Steinwerkzeug her und wir werden jetzt anfangen, unsere Steinhäutungsmesser herzustellen. So, wir haben hier noch. So, und jetzt wird es ein bisschen cheaty, weil wir gehen dahin und dann machen wir das so. Und dann lassen wir uns unsere Messer herstellen. Das machen wir jetzt da. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wenn wir das an dieser Werkbank machen, ich meine, es geht nicht schneller, aber ich hoffe, dass wir irgendwie andere Punkte, Aufwertungsmöglichkeiten, wie auch immer noch bekommen. So, jetzt knackt es gleich wieder, weil der Stuhl, ihr wisst ja, der quietschende Stuhl des Todes. Und unten könnt ihr auch sehen, so mit jedem hergestellten Steinhäutungsmesser verlieren wir ordentlich an Gewicht. Ja, so ist das. Ah, sind wir dann auch gleich da beim letzten. Aber jetzt mal ehrlich, nochmal zurück zum Schnee. Das ist schon, oder? Ich bilde mir das nicht ein, dass das schon eins der tollsten Gefühle überhaupt ist, oder? Ihr seid da schon auch meiner Meinung. Ernsthaft. Also, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das ja bei irgendwem anders ist. Das ist ja, das muss ja eigentlich. Und weiter auf der Suche nach den Steinen. Ja, seht ihr, die ganz kleinen hier, die sieht man jetzt auf einmal auch nicht mehr so toll. Ah. Doch, Schnee, schön. Toll, freue ich mich. Ich finde auch, dass das super toll aussieht, auch mit diesen... Da, auch wenn man da so ein bisschen in die Ferne blickt mit den Bäumen da hinten, doch. Also, dafür, dass ich jetzt hier nicht so eine ultra hardcore fette Gibim-Grafikkarte habe und die ich habe, auch noch langsam aber sicher hier den Geist aufgibt und das Ding dann auch noch damit klarkommen muss, dass im Hintergrund aufgenommen wird, weil das geht alles auf die Grafikkarte, also wenn ihr euch mal gewundert habt, warum die meisten YouTuber so fette Grafikkarten haben, das hat nichts damit zu tun, dass die alles auf Ultra spielen wollen, sondern ja, damit auch, aber hauptsächlich hat es eigentlich eher damit zu tun, dass das schon wirklich die Geräte schon wirklich viel arbeiten müssen, wenn man sowas hier macht. Also, ihr könnt auch mal bei Twitch vorbeischauen im Stream. twitch.tv/reitrilive, alles zusammengeschrieben, alles klein. Sieht ultra lustig aus. Da könnt ihr da mal zugucken, wie Nostalgiespiele gespielt werden. Wir haben letztes Mal, haben wir uns Diablo 3 mal vorgenommen wieder. Ah, da merkt man schon, selbst zu einem Crusader Kings 3, ah, das macht schon auch tatsächlich bei solchen Spielen einen echten Performance-Unterschied. Also, ein Diablo 3 auf 60 FPS zu streamen wäre tatsächlich möglich. Tatsächlich bei sowas wie einem Crusader Kings 3 keine Chance. Und ich meine, da geht es darum, dass man... Ja, also das hätte bis vor 3 Wochen auch noch funktioniert. Aber da hat man sich dann entschieden, mit dem neuen Update sowas einzupatchen wie Schatten. Weil... Hey, welcher Crusader Kings Fan kann ohne Schatten nicht leben? Ich weiß es nicht.
Ich habe jetzt die anderen beiden Teile nicht gespielt. Mich hat es jetzt erst ab eben wirklich interessiert, weil ich da auch die Reihe erst so richtig mitbekommen habe. Ja, traurig, Schande und Asche auf mein Haupt. Aber ja. Okay, jetzt wird es langsam hier eng mit Steinen, ha? Huh? Aber wir brauchen Stein. Stein, halt, da bleibst du. Stein, Stein, ah. Ja, hier schaut mal einfach mal so durch die Siedlung laufen, ne? Das hilft. Und zwar richtig. Oh, geht schon wieder los, ne? Ja, geht schon wieder los. Hi, da, da. Deswegen möchte ich auch unbedingt zu dem Skill Maultier. Ja, der kann nur 5 Kilo mehr tragen und das sind potenziell nur 5 Steine. Aber glaub mir, wenn der 5 Kilo mehr tragen kann, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wirklich wegen diesen lächerlichen 5 Kilo. Aber diese 5 Kilo machen bei dem Spiel so einen Unterschied. Drum verstehe ich auch nicht, warum man zum Beispiel keine Karre haben kann. Ich verstehe das nicht. Also ich würde jetzt sowas wie eine Holzkarre oder so, die ja offensichtlich im Spiel drin sind, weil sonst würde man die ja nicht an alle Nase lang irgendwie finden. So am Wegesrand, dass man die einfach nicht benutzen kann. Ja, also da wird zwischendrin so viel Material angefordert. Das ist, ja, weiß nicht. So, wir machen jetzt diese Enthäutungsmesser noch und dann gehen wir wirklich zur Mine. Ja, ich hab's versprochen. Wir gehen gleich. Ja, wir brauchen Speere ja auch noch, weil ich bin mir fast sicher, dass da ein Bär ist. Höhle, Bär, das passt einfach irgendwie zusammen. Und glaubet mir, die Jungs vertragen. Die vertragen so einiges. So, hep, hep, hep. Was haben wir jetzt rüber? Ja. Genau, so, die Holzspeere. Wir werden sie alle brauchen. Jeden einzelnen werden wir brauchen. Wir werden die Spitzhacke brauchen. Ja, die Riesenschirmpilze können weg. Die Steine können weg. Die Holzschaufel kann weg. Der Trinkschlauch kann weg. Fackel und so brauchen wir, weil Höhle, Höhle dunkel, Höhle nichts gut. So. Und ich glaube, hier hinten war die irgendwo. Also jetzt war Ranika durch. Und dann. Ah. Ich bin so feige. Ich traue mich jetzt schon eigentlich nicht richtig hin. Zumal es ja eigentlich auch noch nicht nötig ist, ne? Ah, Winter, da fallen die Federn wieder. Hallo, Kömmer, danke. Zwei, drei, vier. Ich sage, wir brauchen die alle. Ich. Ja, wetten würde ich jetzt vielleicht nicht, aber. Ich meine, wir müssen ja sowieso einen Bären töten. Ja, also oben rechts sehen wir ja. Jagd. Bär. Also wir müssen ja so oder so einen Bären offensichtlich wegnatzen. Zwar nicht warum, aber. Vielleicht war das so. Vielleicht war das früher so, wenn man irgendwo hingekommen ist und neu war. Ja, dann hat man Aufgaben bekommen und da war dann halt auch dabei, töte zum Spaß einen Bären mit bloßen Händen. Wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei. Also ich zumindest nicht. Und wenn ich mir so den Altersdurchschnitt von meinen Zuschauern anschaue, ja auch nicht. So, wir gucken mal, wo sind wir? Wir sind in die völlig falsche Richtung unterwegs, das heißt, wir da lang. Und hier gehen wir jetzt einfach querfeld ein. Wir können jetzt natürlich, im Winter können wir jetzt natürlich Glück haben und können unter Umständen eventuell hier irgendwo in der Pampa Wölfe finden. Ich glaube, das ist das der richtige Weg? Ist er das? Ja, eigentlich auch nicht so wirklich, aber wo gucke ich denn eigentlich hier hin? Ach, da gucke ich ja völlig falsch. Das ist ja schön. Norden. Nordwesten. Hier mal so diagonal.
Ah, sieht mal. Ah, jetzt habe ich keine Schaufel dabei, aber das ist der Ton. Den brauchen wir dann auch irgendwann. Das ist praktisch, dass der hier ist, dann wissen wir das. So, Richtung Nordwesten. Diagonal. Nach oben, wir gucken nochmal, wo sind wir? Ach Gott, Kentucky. Ja, das muss jetzt sein. So, wir nehmen den Spieß wieder in die Hand. Den Speer, nicht den Spieß. Der Spieß ist ja ein militärischer Dienstgrad, hätte ich fast gesagt, aber das ist so auch nicht wirklich richtig. So, da ist also jetzt ein. Uah. Okay. Ich verstehe das nicht ganz, aber wir sind schon an der. Okay, wir müssen direkt nach Westen. Okay, da laufen wir jetzt mal lang. Ich bin gespannt. Angeblich ist diese Höhle hier irgendwo. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das so nah an einem. Oder? Wahrscheinlich da irgendwie hinter. Ich weiß nicht, wir gucken mal, oder? Nordwesten wieder. Ist das richtig? Kann das richtig sein? Das muss. Vielleicht irgendwo da hinten drin. Wir schauen mal. Und ich bin mir sicher, dass die Bären hier keinen Winterschlaf halten. Traue ich mich. Traue ich mich fast wetten. Sieht alles sehr interessant aus. Kenne ich so auch noch nicht. Das sieht doch schon sehr höhlich aus hier. Oder? Hallo? 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 Wahrscheinlich springt uns jetzt gleich irgendwo von der Seite ein Bär an. Ich sehe das schon kommen. Von der Seite Bär runter, Fallschaden tot. Dann müssen wir wieder da anfangen, wo wir angefangen haben. Und zwar in der vorletzten Folge. Wo soll diese verdammige Höhle sein? Ich schau mal hier die Rechtrichtung Norden. Ja, meistens sind die schon recht ordentlich von bewohntem Gebiet weg. Okay. Jetzt hier offensichtlich nicht. Süden, Norden, Westen? Welche so Richtung? Westen? Okay. Süden, Südwesten, Westen. Kann man gar nicht vorstellen, dass das so weit weg ist. Ja, der Wahnsinn. Keine Ahnung. Also wenn ich mir die Karten so anschaue, dann sieht das aber nicht aus, als wäre das so weit westlich. Aber hier hinten muss wohl irgendwo eine drin sein. Ja, nee, so sieht das nicht aus. Das sieht aus, als wäre das irgendwo hier vorne. Osten wieder? Osten? Osten. E. Klar, East. Ja, wir joggen hier mal durch. Joggen. Super Erfindung. Kommt aus die 60er. Habe ich mir sagen lassen. Jetzt, kurz bevor ich aufgenommen habe, habe ich mir das sagen lassen von John McLean. Du hast keine Ahnung, wer John McLean ist? Du bist zu jung. Wo ist diese Höhle? Osten? Ich dachte jetzt natürlich sinnigerweise wäre diese Höhle so irgendwie Talkessel-mäßig oder irgendwo an einer Seite, aber vielleicht gibt es hier auch gar keine Höhle. Vielleicht ist das nur
Weiß nicht. Das kann es doch gar nicht sein, oder? Wir gucken jetzt mal, wo sind wir denn? Okay, wir müssten vielleicht doch noch ein Stückchen weiter gen Norden. Wir schauen mal, wie weit wir noch nach Norden kommen. Okay, ich denke, hier ist vorbei. Viel weiter gen Norden. Ja, okay, jetzt ist natürlich jetzt im Winter, das ist natürlich auch doof. War zu weit, okay. Von hier aus jetzt nach Westen, ne? Dann sind wir ja eigentlich am nördlichsten Punkt, der existent ist. Vielleicht sind wir aber auch zu nördlich. Keine Ahnung. Da könnte man jetzt hier eine Zacke. Ich hau die mal auf die 4. Natürlich hochintelligent, da wo die Speere waren. Okay, Stein und Kalkstein. Also das ist, glaube ich, schon mal falsch. Ja. Wo könnte... Ich muss noch mal tauschen. Ich auch. Tut mir leid, ich habe Angst. Ich bin sehr, sehr feige bei sowas. Vor allem bei Spielen, wo mir oft Dinge einfach gar nicht helfen. Also wir sind ja, da oben sind wir jetzt alles abgelaufen. Bleibt uns ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, hier irgendwie abzulaufen. So, das sieht so ein bisschen nach Weg aus, oder? Sehe ich das so richtig? Sehe ich eigentlich so richtig? Sieht das auch noch Weg aus? Sieht eigentlich auch noch Weg aus, aber ich glaube, da kommen wir es dann relativ schnell an die Ecke hin, wo er sagt, nein, nein. Ab hier nicht mehr. Genau, sag ich doch. So. Schickt uns dann direkt nach Süden weiter. Hier mal durch. Also hier muss irgendwo eine Höhle sein. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ich habe nur tatsächlich keine Ahnung, wo die sein soll. Pass auf, ihr versteckt hinter einem Felsen. Nein. Also ich kann euch sagen, auf der Karte, wo ich bis jetzt immer geguckt habe, waren die eigentlich immer recht sauber eingezeichnet. Seltsam. Hier nochmal Richtung. Gen Norden. Komisch, komisch. Ja, ist gut. Du mich auch. Oh. Wow. Habe ich tatsächlich alle Messer rausgeschmissen. Oh Gott, du. Dass ihr euch das angucken könnt, diese Unfähigkeit. Widerlich. Absolut widerlich, dass ihr euch das antun könnt. So, wir brauchen noch einen Stock und dann können wir hier... Ich war eigentlich der festen Überzeugung vorher, ich hätte das Messer behalten. Hätte ich mich fast wetten getraut. Aber nur fast. Zum Glück. Meine Güte. Guck mal, schon wieder 24 Minuten Folge rum. Das ist Wahnsinn. Ich hab doch, ja. Das müssen wir gucken, denn dieser Schrei, den der macht, der lockt gelegentlich bis zu 3 Wölfe an. Und ich finde tatsächlich diese Höhle nicht. Leute, ich glaube, wir müssen zu einer anderen Höhle, weil... Ey, wenn ich die nicht finde... Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich hier der Über bin, aber... Ich
meine, wenn ich die nicht finde, kann es natürlich noch darauf warten, dass irgendjemand in die Kommentare schreibt, nein, da rechts bei Minute hau mich blau. Aber A, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Das ist schon mal das Erste. Ich kann es mal versuchen, komme ich hier hinten noch rum um das Teil? Nein. Na, jetzt habe ich mir jetzt verlaufen, oder? Nee. Nach Osten. Ja. Also wenn ihr wisst, wo hier hinten der Mineneingang ist, also der Schachteingang, dann hey, bitte, gebt Bescheid. Ja, aber ich finde den jetzt tatsächlich nicht. Und hier wären Gelegenheiten genug, also hier wären genug Möglichkeiten, wo man so einen Eingang platzieren könnte. Wie zum Beispiel hier. Ja, direkt neben so einem Dorf. Das wäre zum Beispiel ein super Platz für so einen Eingang. Ja. Da ist dann auch kein Bär in der Nähe. Das ist sehr praktisch. Da haben wir Salz und da haben wir Stein. Also ich hoffe zumindest, dass kein Bär in der Nähe ist. Weil wenn dem jetzt anders wäre, dann wäre das schon blöd. So. Achso, muss da schon sehr genau drauf gucken. Oh, da kommt aber relativ gut raus. Also, wir machen da jetzt auch Schluss. Ihr seht, es wird schon wieder dunkel. Wir haben diese Höhle gefunden. Ich werde mal nochmal direkt gucken, wo das jetzt genau ist. Okay, also wirklich, wenn man kurz da, okay. Das ist tatsächlich näher an dem Dorf als diese Höhle hier. Oder? Da ist die, glaube ich, irgendwo hier. Ist die irgendwo hier? Ne? An dem da wäre. Also das ist schon ganz brauchbar, weil man kann da später tatsächlich Minen bauen. Und ich glaube, hier hör ich hier einen Bach. Denn ihr seht, ich habe schon wieder zu wenig gesoffen. Ah. Da ist ein Bach. Wässerchen. So, und ich würde sagen, ich laufe jetzt nach Hause, schlag vielleicht sogar noch ein kleines bisschen Holz. Und wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir jetzt auch, weil ihr seht ungefähr, wie schnell, dass ich hier vorankomme. Und auch noch in die vollkommen falsche Richtung laufe, weil ich nicht in der Lage bin, auf den blöden Kompass zu gucken. Ich höre auch schon die nächtlichen Winde. Dinge, die ich nicht gutheißen kann. Und dann würde ich sagen, wenn ich drauf gehe, gehe ich hier alleine drauf. Ganz einsam. Ohne euch. Macht das alles nochmal. Ohne euch. Leider. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Abonnieren nicht vergessen. Bewerten nicht vergessen. Ihr seid die Besten. Ich wünsche euch was. Und ciao.